Hallo aus Poyenza. Ja, heute bin ich allein unterwegs. Sandra ist zu Hause, da geht es nicht so gut. Und wir haben relativ schlechtes Wetter, schon mehrere Tage und ein paar Tage angesagt. Und trotzdem wollte ich mal raus und irgendwo vielleicht in Poyenza ein paar Aufnahmen machen und euch mitnehmen. Es hat auch gerade hier geregnet. Und jetzt hoffe ich mal, dass das Wetter einigermaßen hält, dass ich den kleinen Rundgang durch Poyenza machen kann und euch dann ein paar Bilder von hier zeigen kann. Wir gehen unter anderem zu der großen Freitreppe. Das ist, glaube ich, das größte und bekannteste, was man hier in Poyenza anschauen kann. Und ja, mehr Infos bekommt ihr nachher. Jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Ja, es ist heute Sonntag, Ende März. Wie gesagt, Wetter ist relativ schlecht. Ich dachte, ich muss trotzdem mal den Benzinpreis ausnützen, der ein paar Cent billiger ist als vor ein paar Tagen. Juhu! Und bin jetzt mal in Poyenza. Habe auch einen Regenschirm natürlich dabei, bin mit Regenschirm bewaffnet, weil es hat schon geregnet, das Wetter ist nicht so gut. Und es ist auch noch ein paar Tage schlecht angesagt, auch schon ein paar Tage, wobei man dazu sagen muss, wenn man ehrlich ist, es ist immer noch zu wenig Regen. Also eigentlich bräuchten wir noch viel mehr Regen. Hier wird noch gebaut, gerade in Poyenza, eine Straße aufgerissen oder auch sogar gerade wieder zugemacht. Ja, und eigentlich haben wir noch viel zu wenig Regen, weil die Insel hatte den regenärmsten Winter seit vielen, vielen, vielen Jahren. Und so gesehen bräuchten wir eigentlich noch mehr Regen. Selbst wenn ich jetzt wiederum oder wir natürlich auch eher gutes Wetter mögen und schönes Wetter mögen. Aber gut, eigentlich bräuchten wir, wie gesagt, noch wesentlich mehr Regen. Jetzt gibt es ja ein paar Bilder von Poyenza. Wie gesagt, Sandra ist zu Hause. Heute alles hier ein bisschen im Regen. Aber gut, ist ein Grund, dann die Tour nochmal zu machen. Wenn Sandra wieder hundertprozentig fit ist, dann nochmal nach Poyenza zu fahren. Und dann vielleicht nochmal bei besserem Wetter hierher zu kommen. Hier ist so der Hauptplatz in der Altstadt von Poyenza mit vielen Restaurants, Bars, Kneipen. Und immer ein wichtiger Tipp an alle, die hier auf die Insel kommen: Wenn es regnet und die Straßen sind nass, so wie jetzt, seid ganz vorsichtig mit dem Laufen. Die Straßen sind dann spiegelglatt. Diese Steine hier, diese Pflastersteine, die wir überall haben, und die Straßen hier, da wird es immer richtig, 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 richtig rutschig, wenn sie nass oder feucht sind. Also da einfach immer aufpassen. Genau, schon hier ist ein neues Restaurant und Boutique-Hotel mitten im Zentrum von Poyenza. Ja, und hier haben wir auch schon eine Straße, die dann hochgeht in Richtung dieser bekannten Freitreppe. Vorbei an der Kirche in Poyenza, Boutiquen. Windig ist es jetzt auch noch. Hier geht es wieder zum Eingang der Kirche und dem Platz, wo wir gerade waren. Naja, vielleicht gibt es doch Regen oder trotz nasser Straßen ein paar nette Bilder für euch. Denkt immer dran, für die, wo uns noch nicht folgen, dass ihr uns folgt. Natürlich immer die Bitte eines Daumen nach oben fürs Video. Und was fällt noch? Na, das Übliche, wenn ihr irgendwas habt in den Kommentaren, dann natürlich freuen wir uns auch immer über Kommentare, die wir auch immer probieren, eigentlich alle zu beantworten.
Hier beginnt jetzt der Aufstieg dieser Treppen. Das sind jetzt hier die Treppen der Carrera del Calvario. Das ist, wie gesagt, eigentlich die bekannteste Sehenswürdigkeit hier in, oder auch Fotomotiv hier in Poenza. Ganz oben ist dann der Kalvarienberg oder Kreuzberg. Es sollen 375 Treppen sein, die hier ganz nach oben führen. Für jeden Tag des Jahres eine, wobei im Internet auch öfters andere Zahlen stehen. Man müsste es vielleicht einfach mal zählen. So ist also jede Treppe, jede einzelne Radar, um aufs vergangene Jahr zurückzuschauen, wenn man hochläuft. Man kann sich auch, wenn man möchte, beim Abstieg wieder Pläne fürs neue Jahr vornehmen. Die Straße ist hier gleich von Zypressen gesäumt. Links und rechts hat es Ferien- und Wohnhäuser. Jetzt fängt es an zu regnen. Sehr schön. Im Jahr 1860 hat Guillem Cerda Canaves den Cavallienberg oder Kreuzberg erworben und hat einen Teil des Geländes der Stadt Poenza überlassen, damit sie den Zugang zur Kapelle mit den Treppen errichten konnten. Der Bau der Treppe erfolgte dann in mehreren Abschnitten und wurde im Jahr 1907 abgeschlossen. Es war vor nicht allzu langer Zeit, weiß nicht mehr genau wann es war, hat hier irgendwann mal auch ein Idiot gemeint, er müsste mit einem SUV, mit einem Geländewagen die Treppen befahren. Und hat damit wohl vor allem im oberen Teil einiges beschädigt. Und ich brauche jetzt, wie vermutet, dann doch meinen Sonnenschirm. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wer mal hierher kommt. Ich kann mal mitzählen, ob die Treppenstufen stimmen und ob es wirklich 365 Treppenstufen sind. Ist wirklich rechts und links alles Wohnhäuser. Alles kleine Wohnhäuser, die hier hochgehen. Und auch alles sehr schön angelegt. Hey, auch hier. Meine Güte, die Treppen sind ganz schön rutschig, wenn es nass ist. Also Obacht, wenn es regnet. Da wird gerade ein Haus renoviert. Alle schöne kleine Häuser hier. Wobei ich mich gerade frage, ob wenn man da wohnt, man immer die ganzen Treppen hoch oder runter seinen Einkauf tragen muss. Oder ob eventuell von hinten Straßen an die Häuser gehen. Ich schätze mal, vermute mal, dass von hinten irgendwo Straßen an die Häuser gehen. Hier sieht man auch eine Einfahrt. Da ist eine Einfahrt. Ja, hier haben wir schon mal. Von hinten kommen dann ein paar Straßen her, über die man dann anfahren kann. So, dass man vielleicht nicht komplett
alles hertragen muss. Ja, da bin ich doch dann auch schon fast oben. Ich dachte, ich gehe nur einen Teil. Aber wenn man dann da ist, möchte ich doch mal ganz nach oben gehen. Dann seid ihr auch mal, wenn ihr das komplett anschaut, gleich mal die Treppen komplett mit mir abgelaufen. So, rutschig, rutschig. Ja, da kommt auch eine Straße hoch. Hochgefahren oder runter. Und wie gesagt, ich glaube letztes Jahr irgendeinen Dummkopf mit seinem SUV gemacht und dabei wohl vor allem im oberen Bereich der Treppen einiges beschädigt. Hui, ich schnaufe wie ein Virus. Doch zu wenig Ausdauertraining. Ja, hier sieht man es. Da ist er wohl vermutlich der Idiot drüber gefahren und hat die Treppen von 1907 beschädigt. Hier war die Kapelle, die ganz oben ist. Und wenn man hier ankommt, kann man sich auch eine Kleinigkeit, eine Erfrischung gönnen. Hier innen drin ist ein kleines Geschäftchen, wo man sich ein Eis kaufen kann oder Getränke oder was auch immer. Macht allerdings jetzt Feierabend. Gut, wahrscheinlich wird es auch bei dem Wetter nicht mehr viel kommen. Mal schauen, ob man von hier oben von der Mauer einen Blick auf Poyenza erhaschen kann. Vorsichtig bei dem. Ja, von hier oben hat man dann einen Blick übers Dorf Poyenza. Jetzt gehe ich erstmal die Treppen wieder runter. Und das mache ich aber ohne Video. 158, 159. Wer bist du denn? ...165, 166, 147, 149, 62, 63, 64, 65, genau. So, also bis hierher sind es dann 65 Treppenstufen, 365 Treppenstufen, von oben bis unten. Und ja, der Unterschied, wo im Internet von anderen Stufenzahl die Rede ist, ist, weil hier auch noch ein paar Stufen runtergehen. Das sind jetzt die weiteren Stufen, die wahrscheinlich häufig mitgezählt werden. Und dann kommen wir natürlich noch auf mehr, weil die gehören, wie gesagt, nicht zu den Treppenstufen, die zum Kalvarienberg hochführen. Also Kalvarienberg, 365 Stufen. Ja, und die hier kommen noch dazu. Wie gesagt, nochmal gerade beim Runterlaufen, ich bin auch echt zwei, dreimal fast rausgerutscht. Also hier neue Schuhe an und irgendwie nicht die richtigen Wanderschuhe oder generell, wie vorher schon mal gesagt, bei den Witterungsverhältnissen, wenn die Straßen nass sind, sind die Steine hier echt brandgefährlich und tierisch rutschig. Ja, wenn man dann den Auf- und Abstieg gemeistert hat, gibt es hier gleich ein paar nette Restaurants, saßen wir auch schon, kann man dann schön was essen, Kleinigkeit trinken, Kuchen, wie man möchte. Neben dem Kalvarienberg gibt es in Poyenza noch viele kleine nette Sträßchen zu sehen, Nebenstraßen. Hola, buenas. Und natürlich viele Restaurants, Cafés, Bars. Ah, hier haben wir schon wieder auch welche. Also auch in jeder kleinen Straße irgendwie.
halt auch definitiv dann nochmal mit Sandra einen Ausflug wert. Eisdiele hier, sobald es weiter wieder mal besser ist. Uns ihr besser geht. Heute geht es ja, wie gesagt, mit Kopfschmerzen nicht so gut. So, machen wir gleich nochmal hier einen Blick auf die Kirche. Das waren dann auch die Eindrücke aus Poenza. Ja, nochmal die Bitte, einfach, dass ihr uns folgt, uns den Daumen hoch gebt, Kommentare schreibt. Und ja, wenn das Wetter noch mitmacht, vielleicht mache ich noch kurz einen Abstecher nach Porto Poenza. Mache da noch ein paar kleine Aufnahmen. Ansonsten bleibt uns gewogen, folgt uns auf YouTube. Natürlich auch auf Facebook, Instagram. Schaut mal bei Cancome in unseren Online-Shop rein, wenn ihr Lust habt. Alle Links sind natürlich immer in den Videos unten auch verlinkt. Wir freuen uns, dass ihr das Video geschaut habt. Ich muss gerade immer noch auf die Straße schauen, weil es ist, wie gesagt, sehr, sehr glatt. Und verbleiben bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.